Täglich kommen 4 bis 5 LKWs mit Flachglas. Jeder LKW hat ca. 25 Tonnen Glas dabei. Diese Scheiben in die Größen 3,21 Meter auf 6 Meter werden dann in das Lager verfrachtet und weiterverarbeitet. Aus dem Lager wird das Glas auf den Schneidtisch gelegt. Dort wird es maschinell zugeschnitten. Anschließend wird das Glas in die Fächerwägen transportiert. Hier sieht man die nächsten Scheiben des nächsten Kunden. Diese werden bearbeitet über das CNC-Bearbeitungszentrum. Diese werden durch den Glassauger auf das Gerät gelegt und über die CNC-Sprache programmiert, was der Kunde genau haben möchte. Dies wird über 40 verschiedenen Diamantschleifgeräten millimetergenau bearbeitet. Gläser werden zuerst gewaschen und dann in den Reinraum transportiert. In dem Reinraum wird die Folie zwischen den Gläsern positioniert. Danach wird das Glas in den Vorverbundsofen mit Druck zusammengepresst. In diesem Autoklav wird das Glas und die Folie dauerhaft verbunden. Dies geschieht durch einen Druck von 10 Bar, einer Temperatur von ca. 135 Grad und einer Haltezeit von ca. 4 Stunden. Danach ist das Glas ein Verbundsicherheitsglas. Zur Eigenüberwachung und zur Qualitätssicherung wird eine Kugel von 1000 Gramm von einer Höhe von 4,5 Metern in diesem Rohr auf ein Verbundsicherheitsglas von 6 mm Dicke fallen gelassen. Das Bruchbild wird überprüft und dokumentiert.